Wir sind heute mal zu Gast beim neuen Rektor der Hochschule für Kirchenmusik und Musikpädagogik, Professor Stefan Bayer. Heute mal nicht im Studio, sondern hier bei Ihnen im Vortragssaal. Ich freue mich sehr, dass wir kommen durften. Grüß Gott, Frau Neher. Das freut uns sehr, dass Sie uns hier besuchen. Und ja, das schätzen wir sehr, dass Sie Ihren Interviewort hierher verlegt haben. Bei dem ganzen Anfangstrubel, den Sie jetzt seit dem Sommer haben, kommt man denn da eigentlich selber noch zum Musizieren? Ja, also ich denke, zuallererst bin ich Musiker und Kirchenmusiker und das bin ich und werde ich bleiben. Ich habe jetzt ein neues Amt übernommen oder bin beauftragt worden oder gewählt worden, dieses neue Amt zu übernehmen. Und da muss man sich natürlich auch ein bisschen hineinarbeiten. Kein Rektor ist vom Himmel gefallen. Und insofern versuche ich natürlich auch immer noch weiter Musik zu machen und tue das auch. Also jeden Morgen, wenn ich da in das Büro komme, da steht ein Klavier. Und bevor ich den Computer einschalte, versuche ich immer noch 10 Minuten, Viertelstunde zu spielen, damit ich nie vergesse, dass es um Musik geht und mir natürlich auch um Musik geht und dass wir hier an einer Musikhochschule sind. Das ist eigentlich ein schönes Ritual. Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, Sie sind gewählt worden. Es ist jetzt nicht einfach so, wie wenn man Klassensprecher wählt, Stimmzettelchen und dann war es das, sondern es ist ein ganz schönes Prozedere, bis Sie jetzt dieses Amt tatsächlich inne hatten. Erzählen Sie doch mal ein bisschen, wie läuft das ab, sowas? Also es ist, das Amt des Rektors ist ein Wahlamt und das wird alle 4 Jahre gewählt. Und der Senat der Hochschule hat mich im Juli diesen Jahres zum Rektor gewählt, wofür ich sehr dankbar bin und was mich sehr ehrt. Und genauso ehrt mich dann, dass der Stiftungsrat dieser Wahl zugestimmt hat. Da ist der Stiftungsratsvorsitzende ist der Prälat Hüttner. Dann geht das Prozedere so weiter, dass der Bischof, der Großkanzler unserer Hochschule ist, an die Kongregation für das Bildungswesen in Rom sozusagen die Bitte wendet, dieser Wahl zuzustimmen. Dann kommt es wieder zurück, dann unterschreibt der Großkanzler der Hochschule und letztendlich erfährt diese Wahl dann noch eine Bestätigung durch das Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Wie hat es denn bei Ihnen angefangen? Wann war denn Ihre erste Berührung mit der Musik? Also das war so bei meinen Eltern zu Hause, die selber nicht so die Möglichkeit hatten, vor allem meine Mutter nicht, die selber Instrumente zu lernen, war das die oberste Prämisse, wenn sie eine Familie gründen und Kinder bekommen, dann wird noch vor der Wohnzimmerwandschrank ein Klavier gekauft. Und so haben sie das auch gehandhabt. Und ich bin ja der 4. von 4 Kindern, das Jüngste. Und meine Geschwister haben dann alle schon Instrumente gelernt, also Klavier oder Geige, Gitarre. Meine Eltern haben natürlich im Chor gesungen, der Herr Papa im Männergesangsverein und im Kirchenchor und die Mama auch. Und ja, und ich bin dann eigentlich ja, so aufgewachsen und zur Orgel bin ich dadurch gekommen, dass ich habe auch schon früh in einem Kinderchor gesungen, halt in der Kirche waren und dann hat irgendwann der Pfarrer gesagt, also der Bub, der kann gut singen, der muss jetzt Orgel lernen. Und so kam ich zur Orgel, ja, und das bereue ich nicht. Kirche und Musik, das ist auch schon das Stichwort, das ist die erste Berührung gewesen bei Ihnen. Wie wichtig ist denn Musik heutzutage in der Messe? Kann man denn sich eine stille Messe auch vorstellen oder ist das eher schlecht? Es gibt natürlich auch stille Messen, die ganz wunderbar sind zur Kontemplation, ganz wunderbar. Aber für mich ist natürlich die Kirchenmusik ein wesentlicher Bestandteil des Gottesdienstes, der einfach das, was, ich sage es mal ein bisschen salopp, auf intellektueller Ebene an Glaubensinhalten versucht wird zu vermitteln, auf eine, also in den Gebeten, in den Worten, auf eine Ebene zu heben, ich sage mal, auf eine nicht intellektuelle Ebene zu heben, die die Seele berührt, die Emotionen weckt, die
Also jetzt nicht wilde Emotionen, aber die Emotionen hervorruft und die Glaubensinhalte, die versucht werden, durch das Wort, durch den Logos zu vermitteln, auf eine transzendentale Ebene zu bringen. Am 15. Dezember, da passiert was ganz Großartiges hier in Stadt am Hof. Was denn? Ja, am 15. Dezember, da sind natürlich alle Regensburger herzlich willkommen, hier nach Stadt am Hof zu kommen, zu unserer Hochschule für katholische Kirchenmusik und Musikpädagogik, um dem klingenden Adventskalender beizuwohnen, den wir hier veranstalten. Der wird so aussehen, dass um 17.30 Uhr eine Vesper ist in St. Andreas und im Anschluss werden aus Fenstern, die zum Innenhof unserer Hochschule zeigen, alle paar Minuten ein Fenster aufgehen und da wird Musik erklingen, der verschiedensten Art, aber Adventsmusik. Und abgeschlossen wird das Ganze um 21.30 Uhr mit einem Konzert der Symphoniker. Einer der Symphoniker ist bei uns Professor für Gesang, der Professor Schmidt-Timmermann. Und da sind wir sehr stolz drauf, dass die uns mit einem abschließenden Konzert dann beschenken. Dann wünsche ich Ihnen selber noch eine ganz schöne, besinnliche Adventszeit, Herr Professor Bayer. Herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Ja, das hoffe ich auch. Wir gehen kurz in die Werbung. Wir sehen uns gleich.